Hallo und willkommen zurück zu Wer wird Millionär? Heute mein neuer Kandidat, Dead Gamen. Hi. Und ja, er möchte 1 Million virtuelle D-Mark gewinnen. Ja, freue ich mich schon drauf. Ja, du hast 3 Joker, einmal den 50-50 Joker, einen Telefon-Joker, einen Publikum-Joker. Und dir werden insgesamt 15 Fragen gestellt. Du hast 2 Checkpoints, einmal die 1000 D-Mark und einmal bei 32.000 D-Mark. Und du kannst halt insgesamt 1 Million D-Mark gewinnen. Ja, hört sich schon mal gut an. Okay, dann fangen wir mal an. Welche Laute geben Hunde von sich? A. Blöcken, B. Bellen, C. Zischen oder D. Gackern? Ich würde mal schätzen bellen, aber ich kenne mich mit Tieren nicht aus. Ich denke mal, es nennt man bellen. Also B. Ja. Loggen wir mal B ein. Und B ist richtig. 100 ja. D-Mark. Ich bin so schlau. 200 D-Mark Frage kommt jetzt. Was verlor Aschenputtel auf der Treppe? A. Ihren Schuh, B. Ihre Handtasche, C. Ihr Halstuch oder D. Ihr Haarband? Schon wie ein Thema, womit ich mich nicht auskenne. Ich würde mal sagen, es war ein Gegenstand. Das sind, glaube ich, alle Sachen. Ja, nehmen wir mal den Schuh, ne? Okay, dann laufen wir. Bist du sicher? Ja, so 10%. Okay, laufen wir A, den Schuh ein. Au. Und der Schuh ist richtig, ja. Cool. Welches Eis ist nicht essbar? A. Meloneneis, B. Erdbeereis, C. Schokoladeneis oder D. Trockeneis? Ja, ich würde mal sagen, trocken ist ja keine Geschmacksrichtung, ne? Also ich habe zwar auch noch nie Meloneneis gesehen, aber ich würde da mal sagen, Trockeneis. Also D. Ja. Sicher? Ja, ist nicht ganz, aber ja, kann schon wieder richtig sein. Dann sagen wir D, Trockeneis ein. Mhm. Und die Antwort ist richtig, ja. Trockeneis gibt es auf jeden Fall, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war. Okay. Ich glaube, das war irgendwas hier mit, wie heißt es gleich? Hier, ne? Genau. Ja, ich weiß schon, ich weiß, ich weiß. Welcher Körperteil hat keinen linken und rechten Teil? A. Das Auge, B. Das Ohr, C. Das Nasenloch oder D. Der Mund? Nasenlöcher, ja doch zwei. Ja, ach genau, der Mund, ja klar, der Mund. Also D. Ja, Mund, will ich mal sagen. 100% sicher? Ja, schon recht so, ne? Dann loggen wir es mal ein. Der Mund ist eingeloggt. Und es ist richtig. 500 D-Mark. Ja. Jetzt bist du noch einer Frage von der 1000 D-Mark Frage, also D-Mark, von dem 1000 D-Mark Checkpoint entfernt. Ja. Dann bin ich endlich 1000er. Oder sagt man das so? Oder keine Ahnung, weiß ich nicht. D-Mark. Deutsche Mark. Man sagt ja Millionär, gibt es da nicht 1000er oder so was? Achso, das habe ich noch nie gehört. Ich glaube nicht. Nein. Du bist raus. Nein, Spaß. Wie lautet die Abkürzung des deutschen Autos Trabant? A. Banti, B. Traber, C. Rabant oder D. Trabi? Ach du meine Scheiße. Ja, dieses Banti da, das will ich schon mal wegmachen. Und Trabi, glaube ich auch. Also zwischen B und D will ich da so schwanken, so hin und her wie eine Schaukel. Aber ich glaube, so sicherheitsweise nehme ich mal den Publikumsjoker. Okay, dann loggen wir mal den Publikumsjoker ein. Sicher, dass du den jetzt nehmen willst? Ja. Okay, dann loggen wir den Publikumsjoker ein. Ja. So, mal gucken, was jetzt kommt.
83% sagen D und 11% sagen A, 2% B und 4% C. Ja, das war auch schon mal recht eindeutig, ne? Ja, also die Mehrheit sagt D, Trabi. Ja, hört sich jetzt zwar voll verniedlicht an oder so ein Kack, aber... Ja, dann will ich mal hoffen, dass die Menschen recht haben, ne? Also D? Ja. Sicher, dass ich jetzt einlogge? Ja, okay. Mach einfach. Dann logge ich jetzt D Trabi ein. Und die Antwort ist richtig, 1000 D-Mark. Ja. So, jetzt hast du 1000 D-Mark gewonnen. Und, ja, ja, schön. Ach ja, du kannst jederzeit übrigens aufhören, wenn du nicht mal weiter weißt, ne? Ich wusste jetzt zwar nicht weiter, aber es war kein Grund aufzuhören, ne? Ja, eben. So, wie heißt die Endlos-Serie, die seit 1985 im deutschen Fernsehen läuft? A. Papellallee? B. Eichenplatz? C. Lindenstraße oder D. Buchenweg? Ja, davon kenne ich nur die Lindenstraße. Würde mal sagen, den Rest ist Erfindung. Ja. Keine Ahnung, was jetzt Lindenstraße eigentlich ist, kenne ich nur vom Namen so her, aber ich würde mal sagen, das ist schon richtig so. Also D Lindenstraße? Ne, ist aber C, oder? Okay, du bist gut. C Lindenstraße. Ja, genau. Gut, dann loggen wir C Lindenstraße ein. Und es ist richtig. Hast du, cool. Hast du das schon mal gesehen, die Lindenstraße? Das ist cool. Nee, eigentlich noch nicht. Das ist so hier so zum Lachen. Okay. Wo läuft das denn? Früher ist es auf Sat.1 gelaufen. Okay. Früher lief es auf Sat.1 so. Wie heißt die Währung in den USA? A. Dollar, B. Pfund, C. Lira oder D. Schilling? Ja, also Lira kenne ich nicht. Schilling war, glaube ich, irgendwie aus den, also von der vergangenen Zeit, glaube ich, irgendwie mal so. Von Pfund habe ich zwar öfters was gehört, aber ich meine, Dollar müsste es sein. Bei Simpsons gibt es ja auch immer Dollar oder irgendwie so in amerikanischen Serien. Also will ich mal Dollar sagen, ne? Also A. Ja. Dann loggen wir A Dollar ein. Tu das. Und Dollar ist natürlich richtig. B-E, Dollar, Dollar, E-R, du bist leider nicht so ein Dollar-Dollar-Gegner. Haha, sehr lustig, okay. Machen wir weiter. Ja, genau. 4000 D-Mark hast du bis jetzt. Sicher hast du 1000 D-Mark, das heißt, wenn du jetzt eine falsche Frage beantwortest, fällst du von 4000 auf 1000 oder von 8000 auf 1000. Reicht trotzdem für einen neuen Computer. Wie wird die Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten abgekürzt? A, gut und schlecht, B, Zeit, Zeit, C, G, Z, S, Z oder D, gut, Zeit, schlecht, Schlehzeit? Also, gut und schlecht, würde man nicht sagen, ne? Also hört sich schon irgendwie scheiße an, auf Deutsch gesagt. Zeit, irgendwie auch ein bisschen komisch. Ich würde mal sagen, wie dieses Sido-Lied, ne? GZSZ. Ein Sido-Lied? Ja, gibt's so. Echt? Mein Bruder hat ein paar Alben davon und daher. GZSZ? Hab ich noch nie gehört. Das Lied. Muss mir gleich mal schicken. Okay, warte, dann loggen wir jetzt mal CGZSZ, hast du gesagt, ne? Ja. Gut, dann loggen wir CGZSZ ein. Und es ist richtig. 8000 D-Mark. Ja, ist ja nicht wenig, ne? Ist doch schon mal ganz cool. Ja. Aber die Millionen schaffe ich trotzdem, haha. Ja, du hast jetzt Master Brain. Brain. Der Pinky und der Brain. Brain. Kennst du es noch? Oder ist das schon zu alt? Ich weiß es nicht. Egal. Welche zwei Parteien bildeten ab 1998 in Deutschland die Regierung? A. Lila-Grau. B. Gelb-Schwarz. C. Weiß-Blau. Oder Rot-Grün. Oh mein, mit sowas kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also ich würde mal sagen, Blau-Weiß wie Schalke schon mal nicht.
Gelb-Schwarz ist wie Dortmund auch schon mal in die Tanne hauen. Also lila-grau hört sich auf jeden Fall voll unprofessionell an. Das würde ich schon mal weghauen. Aber auf professionelle Namen kann man ja nicht setzen. Also die Grünen kenne ich ja. Und die Roten? Keine Ahnung. Kenne ich glaube ich nicht. Oder die Schwarzen oder die Gelben oder die Grauen oder die Lilanen oder die Weißen. Ja, ich weiß ja nicht, ob die Grünen damit überhaupt was zu tun haben. Das ist jetzt eine Frage. Schwierig, schwierig. Ich würde ja gerne den 50-50-Joker nehmen, aber ich will... Ich habe keinen Bock, dass da irgendeine Scheiße kommt, wo ich dann wirklich keine Ahnung mehr habe. Aber ich glaube, ich nehme den 50-50 mal. Okay, dann loggen wir den 50-50-Joker ein. Sicher? Ja, ja, mach einfach. Okay, dann loggen wir den 50-50 ein. Und... Edelschmerz? Nee, Weiß-Blau oder Rot-Grün? Ja, das ist doch schon mal eigentlich gar kein schlechtes, denn Rot-Grün hätte ich ja schon so im Blickwinkel. Zwar im blinden Blickwinkel, aber... Ja, dann tipp einfach mal hier rein. Also D. Ja. So, dann logge ich mal D, Rot-Grün ein. Und ja... du hast jetzt 8000 D-Mark und jetzt hast du 16000 D-Mark, aber Rot steht für die SPD, Grün sind die Grünen und Gelb steht für FDP und so weiter, das sind halt alles Parteienfarben. Oh, na super. Wobei Blau und Weiß gibt's glaube ich gar nicht. Ich hab schon immer Farben gehasst, ey. Ich hab die Stifte immer in den Kindergarten zerbrochen. Und dann warst du ein ziemlich böses Kind. Nein, ich bin nicht, nein, ich bin ganz lieb. Wie nennt man in der Malerei das Bild eines Menschen? A. Porträt, B. Foto, C. Relief oder D. Skulptur? Also Skulptur sind ja diese Statuen da. Mhm. Relief, ich kenne nur Relikt. Ach, da stehe ich auch schon mal aus. Fotos sind ja mit einer Kamera. Und Porträts sind dann, glaube ich, diese gemalten Bilder. Dann mach mal A. Sicher? Nein, aber... doch, eigentlich schon. Meine Mutter guckt ja immer sowas wie Rosamunda Pilcher, dann zeichnen die manchmal auch ein Porträt, also. Also A. Ja. Okay, dann loggen wir A ein. Aber mir hat das gefallen, dass du gesagt hast, Relief. Ich kenne nur Relikt. Ach egal, schließe ich auch einfach aus. Was ist denn Relief? Gibt es das überhaupt? Ich weiß es nicht, ich habe es auch noch nie gehört. Jetzt werde ich bestimmt geschlagen. 32.000 D-Mark, erzähl etwas über dich. Ja, ich bin ein kleiner Idiot und dann mach weiter. So willst du nicht so sagen, was du so für Let's Plays machst und so? Ja, also ich habe bis jetzt leider noch keine Let's Plays, weil... ich will erstmal noch so ein bisschen sparen für besseren PC und besseres Headset und so und dann, dass dann sofort gute Qualität, dann wird das nicht erst so scheißqualisiert, ne? Ah, wie bei mir. Alles klar, alles klar. Also willst du nicht so anfangen wie ich? Okay, egal, mach wir weiter. Welcher dieser Vögel kann nicht fliegen? A, das Huhn, B, der Papagei, C, der Pelikan oder D, der Strauß? Also ich würde sagen, der Vogel in meinem Kopf kann nicht fliegen. Aber von denen... Also Papageien können fliegen, dann weiß ich. Und Pelikan, so glaube ich auch, von Findet Nemo da. Diese hässlichen Viecher. Hühner. Können Hühner fliegen? Ich denke nicht an diese Mistviecher, weil ich das Fleisch von denen hasse. Ja, ich mag auch kein Hühnerfleisch. Ja, aber ich weiß, dass Sträuße nicht fliegen können. Sie können ja nur irgendwie 80 km/h rennen, aber bei den Hühnern bin ich mir auch nicht so sicher, ob die fliegen können.
Aber da ich weiß, dass Sträuße nicht fliegen können, dann sage ich einfach mal Strauß. Also D, Strauß. Genau. Dann haben wir D, Strauß ein und die Antwort ist der ist. Ist leider falsch, mein Spaß ist richtig. 64.000 D-Mark. Seit wann ist grün rot? Bitte? Ach, scheiß drauf. Seit wann ist grün rot? Ja, egal. Meinen Sie jetzt am Regieren oder? Ich bin verwirrt. Na, egal, ich bin farbenblind. Wollte ich damit nur ausdrücken. Ach so, alles klar, okay. Du hast jetzt 64.000 D-Mark, jetzt geht es um 125.000 D-Mark. Und die Frage kommt jetzt. Welchen Namen trug der deutsche Außenminister im Jahr 2000? A. Fischer, B. Jäger, C. Bauer oder D. Angler? Das ist schwer, würde ich mal so sagen. Ja, das will ich auch mal so sagen. Also den Nachnamen Angler habe ich noch nie gehört. B kenne ich nur von Benjamin Jäger von Alarm für Cobra 11. Fischer kenne ich ein paar mit dem Nachnamen. Bauer, ja, da gibt es ja diesen Joghurt. Also Angler auf jeden Fall weg. Aber als, ach scheiße, wieso müssen solche politische Fragen kommen, ey? Denk dran, du kannst auch jederzeit aufhören, ne? Ja, aber ich habe ja auch noch einen Joker, ne? Den hast du auch. Aber ich bezweifle, Also, dass es jemand weiß. Weil ich wüsste es jetzt auch nicht. Und meine Freunde ja. auch nicht. Diese Scheißpolitik, ey. Außenminister. Ja, welche kenne ich denn überhaupt? Gar keinen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das genau ist. Ich kenne nur Bundeskanzler und Bundeskanzlerin und so. Außenminister. Westerwelle gibt's. Westerwelle gibt's, ja, den. Ja, ich glaube nicht, dass der irgendwie Fischer mit Nachnamen heißt. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Warte mal, ich kann ja mal kurz googeln, ne? Nein, Also. googeln verboten. Googeln ist eindeutig verboten. Jeder, der googelt, ist bei mir unten durch. Oder wo ich nur den Verdacht habe, der ist auch schon unten durch. Da finde ich aber Günther Jauch lieber. Ich bin auch eigentlich lieber als Günther Jauch, nur. Klaro. Nein, also, ja. Puh, das ist wirklich eine scheiß schwere Frage. Beim Telefonjoker wüsste ich nicht, wen ich anrufen soll. Wer ist überhaupt mal hier erreichbar? Muss ich mal ganz kurz gucken. Na, supidupi, ja, ich kann keine Ahnung, ob der sich damit auskennt. Ach, komm schon, besser als nix, ne? Also, willst du Ich ihn glaube. anrufen? Ja, ich rufe jemanden an. Okay, dann machen wir ganz kurz eine Werbeunterbrechung und melden uns dann gleich zurück mit Wer wird Millionär und dann bis gleich. Tschüss. Werf den Käse! Und da sind wir auch schon wieder zurück mit dem Telefonjoker. Hallo. Hallo. Und ja, dann lese ich hier mal die Frage vor, die lautet: Welchen Namen trug der deutsche Außenminister im Jahr 2000? A. Fischer, B. Jäger, C. Bauer oder D. Angler? Fischer? Also du denkst Fischer? Ja. Wie sicher bist du dir? Ziemlich sicher. Ja, doch Fischer. Okay. Hast du noch Dachte. Fragen? Hast du noch Nö. Fragen, Let's Gaming? Nö? Nein, aber vielen Dank, Digga. Okay. Ich schick dir später 100 Euro, ne, weißt du? Ich krieg ja eh eine Million. Ja, viel Spaß. Danke. So, dann hat der jetzt A gesagt und für welche Antwort entscheidest du dich? Ja, also der weiß ich ja richtig sicher, das ist doch mal richtig geil. Also dann gehen wir mal zum Fischen, ne? Also Angler. Nein, zum Tintenfisch, der Fischer. Also A. Ja, genau, A. Ah, der Fischer wird jetzt eingeloggt. Bist du dir 100% sicher, dass ich einlogge? Okay, ich habe schon eingeloggt. Ja, finde ich cool. Und die Antwort ist richtig.
125.000 D-Mark gehen. Yeah! Geil. So, du kannst jederzeit aufhören, das sage ich jetzt noch einmal. Du hast keinen Joker mehr. Ja, das ist schon scheiße, ne? Wobei, vielleicht verlierst du jetzt und rutschst auf 32.000 runter und da hörst auf. Es gibt alles schöne Sachen im Leben und ja, es muss nicht die Million sein. Ach, na klar, ich will Millionär sein. Ich wäre so gerne Millionär. Dann wäre mein Konto niemals leer. Weißt schon. Welches Instrument spielt man nicht mit beiden Händen und beiden Füßen? A, die Orgel, B, Harmonium, C, Harfe oder D, Cello? Ich spiele Cello. Also das Harmonium, ist das nicht eine Droge? Weiß ich nicht. Habe ich noch nie gehört. Als Droge. Ach so, ich dachte jetzt, ich habe das jetzt mit Helium verwechselt, aber Helium ist halt auch keine Droge, oder? Und ich dachte, du hast es mit Heroin verwechselt. Also welches Instrument spielt man nicht mit beiden Händen und beiden Füßen? Also die Orgel spielt man mit beiden Händen und beiden Füßen, das weiß ich, mein Onkel ist nämlich Orgelspieler. Spiel das Cello. Oh, das Lied, das habe ich jetzt wieder vor dem Kopf. Spiel das Cello. Also Harmonium kenne ich überhaupt nicht. Das ist so ein Ding, das habe ich noch nie gehört. Und deswegen ist es vielleicht richtig? Mal gucken, also Harfe und Cello, da weiß ich, spielt man beides mit beiden Händen, aber ich habe noch nie gehört, dass man das mit Füßen spielt. Wo sollte man denn die Füße benutzen? Du kannst jederzeit aufhören, denk dran, ne? Lieber zu früh als zu spät. Ja. Besser 125.000 war es, glaube ich, als 32.000. Genau. Jetzt wäre der 50-50 Joker richtig geil. Ja, den hast du ja schon hier durchgestrichen. Ja, ich bin ja nicht blind. Bei Harfe, wo sollte man da die Füße benutzen? Oder bei Cello? Es kann ja nur eins richtig sein. Wenn zwei falsch sein könnten, dann will ich die beiden nehmen. Also Harfe. Das ist dann so ein fettes Ding mit ein paar Dinger dran, wo man drauf spielen kann. Kann man vielleicht mit den Füßen an den Seiten schlagen, dass die kaputt gehen oder was? Also ein Cello, das ist ja so was wie eine Geige, soweit ich weiß. Nur ein bisschen größer. Ich glaube, da kann man die Hände oder die Füße auch gar nicht benutzen. Also am liebsten will ich jetzt D vielleicht sagen. Aber B kenne ich auch nicht. Puh. Schwierig, schwierig, schwierig. Weißt du denn die Antwort? Nein. Das einzige Instrument, womit ich mich ein bisschen auskenne, ist eine E-Gitarre, weil ich das selbst spiele, aber... Salat, ey, Mann. Also Orgel will ich auf jeden Fall nicht. Harfe auch nicht. Weil halt, kann man glaube ich da, die sind so lang, dass man mit den Beinen vielleicht irgendwas machen kann. Ich hoffe einfach mal, dass es B nicht gibt und tippe auf D. Auf das Cello. Genau. Also dann loggen wir dir das Cello ein. Ja, ich hatte eigentlich nicht vor zu zocken, aber dann mache ich das einfach mal. Und die Antwort ist 3. Geil. Puh, nicht schlecht. Du hast jetzt ca. 50.000 D-Mark und 32.000 Euro sicher. Warte mal, die D-Mark kann man ja gar nicht mehr benutzen, ey. Was ist das für eine Scheiße? Ja, das... Ich krieg ja das ganze Geld umsonst.
Aber ich glaube, das kann doch irgendwo umtauschen, oder? Ja, bestimmt bei der Bank. Okay, dann ist gut. Dann komme ich dann mit Millionen D-Mark an und sage, wie soll das umtauschen, genau. Welcher Schriftsteller ist in Deutschland geboren? A. Gerhard Hauptmann, B. Adalbert Stifter, C. Johannes Nestroy oder D. Ferdinand Raimund? Also, ich hasse Lesen. Muss man jetzt schon mal sagen. Schriftsteller ist der einzige, den ich kenne, Alan Wake. Ja, kenne ich da vielleicht noch irgendjemanden irgendwie? Ich glaube, Gerhard Hauptmann kenne ich von Namen so. Mal gucken. Also, Nestroy hört sich auf jeden Fall nicht deutsch an. Das ist klar. Den würde ich ausschließen. Ferdinand ist irgendwie so spanisch. Aber Raimund ist dann wieder deutsch irgendwie. Adalbert hört sich irgendwie voll nazimäßig an. auch irgendwie voll gefaked so, aber ich weiß ja nicht, was für dumme Namen manchmal Menschen haben. Also Gerald Hauptmann hört sich eigentlich auch schon recht deutschisch an. Deutschisch. Ja, genau. Puh. Ich weiß nicht, ob, du kannst aussteigen. Ich weiß nicht, ob ich wieder einen auf Risiko machen soll. Also am ehesten würde ich auf diesen Gerald Hauptmann setzen. Platz 2 wäre dann Ferdinand. 3 dann Adalbert und 4 Johann Nestroy. Das ist meine Tabelle, weiß schon. Jetzt möchte ich nur überlegen, ob ich dich jetzt zwingen soll, das einzutippen oder ob ich das freiwillig machen soll. Also freiwillig rausgehen wahrscheinlich. Weißt du was, tipp einfach die A rein. Okay, dann noch die A Gerhard Hauptmann ein. Und die Antwort ist falsch. Ja komm, falsch. Rosa wird zu rot. Richtig. Oder zu grün, egal. 500.000 D-Mark, du bist ja jetzt nur eine Frage von der Millionenfrage entfernt. Also egal, was für eine Frage kommt, ich werde zocken, denn ich will die Million. Ja, wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, ne? Ja, dann muss ich mal hier schnell reinhauen mit der Frage. Komm, ist jetzt eh nur, wie alt kann ein Frosch werden, was eh kein Arsch reißt. Oder was weiß ich. Okay, wir warten jetzt auf die 1 Million. Aua, warum schlage ich mich selber? Warum tue ich das? 1 Million Frage kann jetzt langsam mal kommen. Zirp. Du darfst, danke. Tick, tack. So, die Frage lautet, Lego kommt aus A, Finnland, B, Dänemark, C, Schweden oder D, Deutschland? Also, das ist ja eigentlich gar keine schwierige Frage, ne? Nö, die hatte ich auch schon mal. Das Let's Play habe ich gesehen. Also ich weiß, Deutschland war es nicht. Ich hätte eigentlich, als ich das gesehen hatte, dachte ich eigentlich Deutschland, weil es gibt ja dieses Lego-Land da. Ja. Und in Hamburg gibt es ja auch dieses Lego-Sachen da, wo alles aus Lego ist. Ja komm, dann sag jetzt deine Antwort. Ja, ich glaube Dänemark war das, ne? Sicher? Ich habe das doch gestern gesehen, mein Gehirn verkackt wieder voll. Ich würde sagen, das war Dänemark. Also einloggen, B, Dänemark. Ja, ich würde sagen, ich bin Millionär. Millionär. Ich wollte gerade sagen, du bist doch nicht Milliardär. Okay, dann loggen wir jetzt Dänemark ein. Dänemark eingeloggt und die Antwort ist... Richtig. Ja, jetzt komm, richtig. Hallo. Das ist richtig, du hast 1 Million Dänemark gewonnen. Ja! Wobei das ist doch mal nicht wenig, ne? Das ist cool, das ist geil, das ist mega geil. Ich werde ja sofort die ganzen Sachen kaufen, um mein erstes Let's Play hinzuhauen, yay! Da wirst du jetzt gerade voll von Konfetti überschüttet. Aber ich muss dich leider enttäuschen, weil 1 Million D-Mark sind jetzt nur 500.000 Euro.
Oh, du ja, trotzdem. Du bist kein Medellin, oder? Dann muss das Werf jetzt 200 Millionär sein, da weil schon. Okay, du bist. Eine Million, 2 Millionen, genau. Ja, du bist im Millionärsclub jetzt, ne? Da ist dein Passwort zum Millionärsclub, dein Spielername. Und ja. Okay, mein Passwort, okay. EK8-NT/O4E. Also könnt ihr schön hier euch merken, ne? Wisst ihr schon. Okay, dann sage ich dann danke an dich, ne? Für das Mitmachen, für das Gewinn der 1 Million Euro, D-Mark. Geil! Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Let's... Wer wird Millionär? Tschüssi! Tschüss!